Wir kennen das alles noch, pardon, wir kennen das alles noch aus den Anfängen der Chemie, da, wo wir Stoffe getrennt haben durch Sedimentieren, also sich absetzen lassen und dann dekantieren und ach, filtrieren und so weiter. Wichtig ist für die ganze Geschichte aber auch die Zentrifuge, deswegen behandle ich das mit. Die einfachste Zentrifuge, die wir fast in jedem Haushalt haben, ist eben eine Waschmaschine mit Wäscheschleuder. Mal kurz, was passiert hier? Ich habe eine Trommel, die ist porös, die hat extra Löcher, die nimmt die Wäsche mit, bringt den ganzen Kram in Schwung und durch die Fliehkraft, sagt man auch, oder Zentripetalkraft, treibt es das Wasser nach außen. Der Rest, sprich die Wäsche, die bleibt in der Trommel, denn die Löcher sind nicht groß genug, dass die Wäsche rausfliegen kann. Wäre ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Kommen wir mal zu so einem Artisten. Machen gerne Artisten, dass sie mal zwei Strippen haben und an den Strippen da sind dann Behälter und da wird Wasser reingefüllt, manchmal auch brennende Flüssigkeiten, dann sieht es noch spektakulärer aus und dann bringen die diese Behälter praktisch, die hängen normalerweise sonst runter, an ihren Strippen so in Schwung, dass die schön um einen gewissen Punkt kreisen, sind da sehr geschickt, sieht auch sehr schön aus und das Wasser, beziehungsweise, ja, sagen wir mal, das Wasser bleibt schön in den Gefäßen drin. Beziehungsweise die brennende Flüssigkeit erzeugt schöne Leuchtspuren, die Leute freuen sich und bleibt dabei in den Gefäßen drin. Das wäre sonst eine kleine Katastrophe, wenn die brennende Flüssigkeit auf die Bühne spritzte. Aus beiden haben natürlich richtige Könner damals schon Zentrifugen gebaut. Und zwar die einerseits das Prinzip der Fliehkraft ausnutzen und zwar jetzt mal von oben gesehen eine, naja, ein bisschen blöde Darstellung, da werden eben solche Zentrifugenbecher oder Zentrifugengläser in die Zentrifuge reingehängt, da ist Flüssigkeit drin und wenn sich dieser Klapperatismus hier richtig schnell dreht, der kann sich auch andersrum drehen, richtig schnell dreht, dann bleibt die Flüssigkeit da drin. Ja, was soll das, fragt sich jeder. Aber ganz kurz nochmal zu den Kräften. Ich hab hier FZI und FZA hingeschrieben. Zentripetalkraft. Ich schreibe mein Zentri, dem Zentrum ausgerichtet. Petalkraft. Hat aber nichts mit dem Pedal zu tun. Und die andere, die kennen wir. Also ich hätte sie eigentlich, Moment, ich hätte sie anders farbig machen müssen. Die Zentripetalkraft, denn ich habe sie die ganze Zeit schon so gemacht. Na komm, die will nicht. Will die das nicht? Doch, jetzt will sie. Gut. Und die andere, die kennen wir, das ist die grüne hier, das ist die Radialkraft. Die Zentripetalkraft, man sagt auch Fliehkraft dazu, treibt nach außen und die Radialkraft nach innen. Wir kommen dann noch später dazu, beziehungsweise achtet immer hier oben auf die Links. Ihr könnt das Video ruhig hier automatisch dadurch anhalten, wenn ihr auf die Links klickt. Da wird das dann noch tiefer behandelt werden. So, jetzt. Ach so, ich habe hier verschiedene Abstände genommen. Auch darauf werde ich eingehen oder bin ich schon eingegangen. Je weiter diese Flüssigkeit, dieser Flüssigkeitsanteil vom Zentrum entfernt ist, umso größer ist diese Kraft. Na gut. Es geht letzten Endes dabei um Folgendes. Nochmal zu früher. Als wir früher auf die Sedimentation, sagt man dazu, Sedimentation heißt, wenn sich was absetzt. Als wir auf die gewartet haben, wie kann man zum Beispiel ein schlammiges Wasser wieder sauber machen, das hat furchtbar lange gedauert, wir haben es Tage stehen lassen und dann irgendwann hatten wir klares Wasser. Das kennen wir auch alle von Pfützen. Sobald man wieder durchlatscht, dann werden die Pfützen wieder aufgeschwemmt. Das gilt bei normaler Erdbeschleunigung. Also unter Normalbedingungen ohne Hilfsmittel. Wenn ich jetzt aber sage, und das kann man auch leicht berechnen, hier mal gucken, lässt sich dann finden, wenn ich jetzt aber eine Zentrifuge ausnutze, also starke Zentripetalkräfte, ich sage aber jetzt Fliehkräfte, das geht schneller, und dementsprechend brauche ich auch starke, damit mir die Gläser nicht rauspfeifen, Radialkräfte auftreten lasse, dann sind doch, ist doch scheinbar die Schwerkraft um ein Vielfaches vergrößert worden. Und diesen Effekt nutzt man, damit zum Beispiel die Sedimentation schneller geht. Das ist eigentlich ein schöner Grund. Solche Geräte dienen auch noch anderen Dingen, aber das ist im Wesentlichen der Grund, Stoffe abzuscheiden. Und jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit.
Es geht noch schneller. Wir gucken uns nochmal, ich habe hier mal aus Wikipedia, habe ich mir mal schnell, das ist eine ganz alte Schwenkbecher-Zentrifuge, rausgeholt. Jetzt lässt sich leicht vorstellen, hier ist die Aufhängung und die Aufhängung ist so gemacht, dass die Becher, sobald sich der ganze Klapperatismus zu bewegen beginnt, dass sich die Becher schön nach außen neigen. Jetzt setzt die Sedimentation so ein, dass ich hätte den Becher jetzt um 90 Grad kippen müssen, aber das ist jetzt der fertige Becher. Setzt die Sedimentation so ein, dass wirklich tatsächlich in Achse dieses Röhrchens, dieses Reagenzglases, sich alles absetzt. Bis dahin in Ordnung. Aber nicht zu vergessen, es ist eine Strecke von hier bis hier. Das dauert. Dieser Vorgang dauert. Jetzt gibt es verschiedene Varianten von Festwinkelzentrifugen. Da dauert das überhaupt nicht so lange. Es verkürzt vielmehr die Sache. Weil, guckt mal, jetzt ist nämlich, wenn ich, hier ist die Aufhängung, die ist hier oben dargestellt, aber ich habe die Gläschen festgehalten. Die bleiben also in einem festen Winkel. Man macht das sogar mit vertikalen Gläsern, aber das war dann zu schlecht. Man musste auf jeden Fall zumachen und alles solche ein Zirkus. Man nimmt so, je nachdem, was man vorhat, Winkel von 5 bis 20 Grad und das Ergebnis ist, dass sich, weil nämlich der Weg viel kürzer ist, die Sedimentation auch beschleunigt. Kommt immer darauf an, wozu man es will, aber das ist so ein Aspekt, den man dabei beobachten sollte. Habe ich noch was? Nee, sonst ist mir nichts eingefallen zu dem Thema. Ich finde Zentrifugen, Honigschleudern sind auch welche zum Beispiel, äußerst effektiv und gut. Allerdings, es kann gefährlich werden. Deswegen haben die auch alle einen Deckel. Nicht, weil hier was rausfliegt, sondern bei anderen Zentrifugen ist es schon passiert, dass mal hier innen drin was kaputt geht und dann braucht man natürlich Schutz nach außen in radiale Richtung und eventuell, weil es dann splittern auch in axiale Richtung ist, aber der Zirkus. Das brauchen wir jetzt nicht noch extra zu betrachten. Gut, ich hoffe, es hat zum Gesamtverständnis der Zentrifuge beigetragen und verbleibe mit besten Wünschen. Macht's gut, tschüss.